Der Weg zur Hörnli Hütte, eine der bekanntesten Hütten in den Alpen. Jedes Jahr nehmen rund 35'000 Leute diesen Weg in Angriff. Logisch, dass da ein guter Zustand von dem Weg Bedingung ist. Ein paar Meter unter der Hütte finden in diesem Sommer darum Arbeiten statt. Der Weg wird saniert, aber nicht nur, dass er wieder besser aussieht. Nein, es geht um etwas sehr Wichtiges. Nötig ist das ganz klar. Und zwar in ein paar Positionen, wie ihr zum Beispiel gesehen habt, wo der hier im Brühe läuft. Da ist er echt ein Reis, weil hier schon Permafrost und so. Und das schafft und das wird verleichtert. Das weiss niemand, wenn das kommen kann oder so. Dann werden wir jetzt hier zum Beispiel eine Umleitung machen. Und oben auf dem Vorderhütte werden wir den Weg auf den Grat versetzen. Weil da, wo jetzt der Weg im Brühe geht, da ist immer sehr lang Schnee drin. Das ist auch mühsam für die Leute auf die Hütte zu laufen. Zwei Firmen sind zusammen für die Sanierung des Hörnliwegs verantwortlich. Der Jacques Schneidrig und sein Team kümmern sich um die groben Arbeiten, damit die Steinmäurer nachher den Feinschliff machen können. Wir haben eigentlich viel Vorarbeit für Chile vorbereitet machen und tun. Aber zum Beispiel unsere Sicherung oder so, die Netze, die wir davor geredet haben, dass sie wirklich Aushubwaffen machen oder so, dass sie wirklich recht haben und loslassen. Einer oder der andere ist auch immer mit ihnen, der helfen tut, als Handlanger. Oder Steine vorbereitet und die Steine zuschlagen und mullen. Ein bisschen weiter unten treffen wir auf Beat Locher. Er leitet das Team der Steinmäurer am Hörnliweg. Auch sie sind in diesem Tag sehr gefordert, weil an Sommerstellen ist der alte Weg nicht mehr zu retten. Eine neue Linienführung muss her. Hier habt ihr jetzt gesehen, dass wir hier oben eigentlich eine komplett neue Passage machen. Ein Teil rutscht ab. Und hier wird jetzt eine neue Strasse angelegt. Im oberen Teil die Treppe, die zum Teil fertig ist. Im unteren Teil also die Treppe aus Trockensteinmühren. Im unteren Teil die Treppe, die dann nachher aus Metall kommt. Und zwischendrin gibt es nur die Passage, die wir dann mit den Stahlträgern und mit Steinen wiederherstellen. Ob die Sanierungsarbeiten am Weg zur Hörnlihütte in diesem Sommer abgeschlossen werden können, ist nicht klar. Weil das hängt natürlich auch zum grossen Teil vom Wetter ab. Sollte es nicht länger, so will man im nächsten Jahr weitermachen. Alles mit dem Ziel, dass die abertausenden Besucher der Hörnlihütte in Zukunft sicher den Weg zu ihrem Ziel finden.